Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. So, hier ist der Zukunftstuxer. Und zwar hatte ich ein paar Probleme bei der Aufnahme, sodass ich einige Szenen nochmal neu drehen musste. Kurz vorweg, in diesem Video geht es eigentlich nur um die Installation von Ubuntu 22.04 auf ein Tuxedo. Ich hatte vorher Ubuntu 20.04 drauf und habe eine komplett neue Installation gemacht auf 22.04 und zwar über Tuxedo. Als allererstes müssen wir erst einmal unseren USB-Stick vorbereiten. Bei mir ist jetzt mal schon der Fall, dass er jetzt schon ganz lange Zeit jetzt in der Schublade lag. Und als ich ihn eingesteckt habe, hat er auch nicht funktioniert. Der wurde auch gar nicht erkannt, warum auch immer. Genau, hier hatte ich überhaupt keinen Dateizugriff. Und das versuche ich jetzt mal so ein bisschen wieder zu simulieren. Ich lösche einfach mal alle Daten, die hier drauf sind. So, jetzt sind die alle weg. Ja, und dann wollte ich über Tuxedo Web FAI Creator einen neuen USB-Stick erstellen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, dass auch die Software nicht installiert ist. Gut, warum auch immer. Auf der Homepage, Link schreibe ich, packe ich unter das Video. Ja, kann man auf jeden Fall hier das System herunterladen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ist ein Debian-Paket. Dann öffnen wir das sofort. Dann geht das Software Center offen. Wird das Ganze installiert. Ja, damit wäre die Software installiert. Jetzt öffnen wir das Ganze mal. Wo haben wir es? Da ist es. Tuxedo Web FAI Creator. Den brauchen wir auf jeden Fall. Internetseite kann ich wieder löschen. Ja, und der USB-Stick wird sofort erkannt. Man braucht jetzt hier nicht viel machen. Hier fragt er nach Desktop oder Notebook. Ich habe ein Notebook. Dann klicke ich hier drauf. Dann sage ich einfach nur Flash. Passwort eingeben. Und dann wird der USB-Stick geflasht. Der USB-Stick wird auf jeden Fall so geflasht, auch wenn das Dateisystem gar nicht erkannt wird, was jetzt bei mir der Fall war. Ja, dann wird auf jeden Fall auch ein neues Dateisystem sofort mit installiert auf den USB-Stick, sodass da auf jeden Fall alles dann funktioniert. Es sei denn, der USB-Stick ist physisch nicht in Ordnung. Ist klar, da muss man höchstwahrscheinlich einen anderen USB-Stick nehmen und dann sollte das funktionieren. So, ich starte jetzt mal vom USB-Stick. Das passt auch, er will Updates haben. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, um von dem USB-Stick direkt starten zu können, muss man die Taste F7 drücken. Auf der Homepage von Tuxedo. Genau, kann es auch eine andere Taste sein. Jetzt sollte hier eigentlich mein USB-Stick irgendwo stehen. Da steht es ja, USB. Enter. Tuxedo automatische Installation FAI 5.10.3, so, von Thomas Lange. Ja, vielen Dank an der Stelle schon mal. Jetzt kann man natürlich einmal wählen zwischen Englisch und Deutsch. In unserem Fall nehmen wir natürlich Deutsch. Und hier hat man eine ganze Palette an Auswahl, ja, was man installieren möchte. Tuxedo OS, das müsste jetzt auf KDE sein. Oder Standard Ubuntu 22.04, Kubuntu, Budgie, Mate, Xubuntu, Elementary, Manjaro geht. Ich glaube, das ist jetzt neu, Manjaro. Und OpenSUSE und sogar noch ältere gehen sogar auch noch. Man kann doch noch Ubuntu 18.04 installieren, sehe ich gerade. Macht natürlich wenig Sinn, aber möglich ist es. Und dann einfach nur noch Enter drücken und dann ist alles gut. Ja, und das wird jetzt genau installiert. Zwischendurch blieb einmal alles stehen. Da habe ich schon gewundert, nanu, warum passiert da nichts? Und da war in roter Schrift, blende ich euch mal eben ein. Muss man eine Eingabeaufforderung, muss man dann halt eben betätigen. Ob man alles löschen möchte. Ja, ob man Windows behalten möchte. Sowas in der Richtung. Und ich habe mich für alles entschlossen. Es war hier nochmal ursprünglich Windows drauf, aber das habe ich nie benutzt. Jetzt wähle ich den Weg, dass ich Ubuntu komplett installiere. Ja, und ich denke mal, ein paar Minuten wird es dauern. Und dann melde ich mich gleich mal wieder. Ja, interessant ist natürlich hier zu beobachten, wie Tuxedo auf seine eigenen Quellen zugreift. Ah, schade, jetzt sieht man es nicht mehr. Vielleicht ist er gleich nochmal eingeblendet, dann mache ich mal so einen Screenshot.
Auf jeden Fall ist der Installationsprozess doch etwas anders. So, jetzt kommt die freundliche Aufforderung. Installation abgeschlossen. Bitte USB-Stick entfernen und Enter drücken. Ja, dann tun wir das mal. Jetzt ziehe ich mal ganz vorsichtig hinaus und drücke die Enter-Taste, wo auch Enter draufsteht. Und was passiert? Jetzt kommt der große Augenblick. Was macht mein Rechner? Tuxedo erscheint. Bootmenü ist vorhanden. Und er startet zum ersten Mal durch mit Ubuntu 22.04 hoffentlich. Ja, da wäre er. Okay. So, wo haben wir denn hier Deutsch? Da. Enter. German, Enter. Aber ich denke, mein Installationsprozess ist bestimmt identisch. Gebe ich hier mal meinen Namen ein. Nehmen wir uns ausnahmsweise mal MTB-Malker99. Gebe hier mal ein geheimnisvolles Passwort ein. Was sagt er? Ah, schon mal ein grünes Häkchen. Schon mal sehr gut. Ja, und die Installation geht weiter. Würde ich sagen, bis gleich. Ja, würde ich sagen, starte ich mal. Simsalabim. Und das Wichtigste überhaupt, ihr hört es jetzt, der Rechner wird ziemlich laut. Ich gehe mal hier eben auf Profils und ändere erstmal die Lüftereinstellung. Und damit wäre der Rechner jetzt auch wieder schön leise. Ich weiß, der Lüfter brummt ein wenig, den muss ich mal austauschen. Ja, ich würde sagen, ich installiere jetzt erstmal OBS und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Bis dann. So, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist das jetzt meine erste Tat, einmal OBS zu installieren. Ein sehr aufregender Prozess, keine Frage. Ja, noch bin ich hier im Kabel angeschlossen. Das kann ich euch auch noch mal eben zeigen. Was passiert, wenn ich das Kabel hinausziehe? Ob WLAN sofort erkannt wird? So, Installation ist abgeschlossen. Und OBS packe ich mir jetzt sofort in die Leiste hinein. Okay, aus irgendwelchen Gründen startet nicht OBS. Dann machen wir erstmal eine Aktualisierung. Okay, OBS scheint nicht zu funktionieren. Warum auch immer. Oh, das ist nicht für Menü, das kenne ich ja noch gar nicht. So, OBS ist installiert, wie man sieht. Da gab es gerade schon die ersten Probleme. Ich wollte eigentlich OBS über die Paketquellen, sprich über die Konsole, sprich über apt installieren. Ging auch, aber leider ließ sich dann OBS nicht starten. So habe ich es wieder deinstalliert per apt-remove und bin dann ausgewichen über diesen Software-Center. Mal ganz kurz zeigen und habe dann quasi OBS über Ubuntu Software installiert. Okay, Nachteil ist jetzt, das ist ein Snap-Paket und alles ist auf Englisch. Das ist natürlich eine gute Frage, wie stelle ich das auf Deutsch? So, wie dem auch sei, ob Englisch, ob Deutsch, das ist erstmal uninteressant. Ich sehe erstmal zu, dass ich hier die Internetverbindung eingerichtet bekomme, weil mein LAN-Stecker ist mittlerweile draußen und ich habe kein Netz und das ist natürlich immer schlecht. Aber ich sehe, hier sind neue Symbole. Hier mit OBS, vor allem wenn man auf Pause drückt, ist hier so ein Pausezeichen. Kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Ich meine, das wäre vorher nicht gewesen. Ist klar, wenn ich auf Pause klicke, dann könnt ihr das nicht sehen. Ne? Dieses Zeichen zum Beispiel. Ja, das ist ein neues Menü hier. Genau, ich verbinde mich jetzt erstmal mit dem WLAN. Mein WLAN wurde gefunden. Ich gebe das sichere Passwort ein. So, das hat schon mal funktioniert. Ich mache mal eben einen Test, am besten hier über den Firefox. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich rufe mal die weltbeste Seite ever auf. Und zwar wäre das die mtbtourmap.de. Ein wenig Werbung in eigener Sache. Und jawohl, sie funktioniert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Bei mir kann man ruhig alles akzeptieren. Und wer will, kann hier sich eine
Karte herunterladen fürs Garmin-Gerät. Aber das ist nicht Gegenstand des heutigen Videos. So, wie gehe ich jetzt weiter? Jetzt habe ich Internet. Ich könnte mich jetzt mit diversen Konten verbinden. Ja, warum nicht? Machen wir das mal. Ich muss gerade selber erstmal überlegen, wie war das Passwort nochmal? Ah ja, das sieht auch sehr gut aus. Bestätigen wir den ganzen Kram hier. Jawohl, jawohl. Nextcloud könnte ich mich auch sofort mit verbinden. Da weiß ich das Passwort jetzt nicht. Das mache ich später. Live-Patch einrichten. Möchten Sie jetzt Live-Patch einrichten? Eigentlich nicht. Nö. Machen wir weiter. Nein, sende nicht. Das machen wir auch mal auf Nein. Zumindest erstmal. Ja, Software muss ich auch noch en masse installieren. Fertig. Gut. Soviel zum Willkommensbildschirm. Ich schaue mir mal ganz kurz den Dateibrowser an. Was haben wir da? Bestimmt wie gehabt Dateien. In der Version 42.1.1. Und hier fehlen... Hier fehlen mir die kleinen Pfeilchen zum Aufklappen. Das wollen wir mal eben ändern. Dazu installiere ich am besten über die Konsole. Wo haben wir sie? Haben wir noch kein Terminal hier? Geben wir mal ein. Sudo apt install dconf-editor. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Ja, es hat schon mal funktioniert. Sehr gut. Das können wir eigentlich hier als Favoriten hinzufügen. So, dann starten wir mal sofort den dconf-editor. Sind Sie sicher, dass Sie sicher sind? Ja, ich werde vorsichtig sein. Gut, das ist mir ein Programm, was ich eigentlich nur so alle 6 Monate benutze. Jedes Mal, wenn ich eine neue Ubuntu-Version drauf spiele. Und deswegen seht nach, wenn ich jetzt hier ein wenig suchen muss. Ich meine, das wäre der Abzweig Org gewesen. Gnome. Ja, und jetzt fängt es an. Wo war das? Nautilus. Genau, hier bin ich glaube ich schon mal richtig. Kompression, ZIP. Ja, ist okay. Icon View. Ich meine, das ist auch richtig. Genau, List View. Use Tree View, genau, das ist wichtig. Machen wir mal neu laden. Und jetzt müsste ich schon so eine Baumstruktur hier haben mit den Pfeilen, genau. Wie man jetzt hier so sieht. Das gefällt mir noch wesentlich besser. Und dann mache ich noch eine Änderung. Ich meine, das wäre hier gewesen. Show Delete, genau, Show Delete. Das Lösch... Das Lösch-Symbol quasi, wenn ich jetzt hier irgendwas löschen möchte, rechte Maustaste, dann habe ich hier sofort dauerhaft löschen. Genau, das habe ich auch mal ganz gerne sofort direkt am Start. So, wie war das nochmal, mit dem, dass auch Typ angezeigt wird? Ich glaube, da muss ich in den List-View rein. Genau, hier, das muss ich ändern. War das hier? Genau. Vorgabe verwenden? Nein. Ich möchte noch Typ drin haben. Okay. Hier, genau, so muss das aussehen. Das kopiere ich mir. Typ. Steuerung C. Jetzt gehen wir hier rein und packen Typ auch mit rein. Wo soll das hin? Name, Size. Das muss ich aber kurz erstmal überlegen. Name, Size. Genau, und jetzt müsste Typ kommen. Jetzt müsste Typ kommen. Müssen wir genau darauf achten, dass wir die richtige Formatierung haben. Leerzeichen, kommt hier ein Leerzeichen hin? Name, Komma, Size, Komma. Nee, hier ist kein Leerzeichen. Hier wäre ein Leerzeichen. Und dann müsste das doch eigentlich passen. Ich klicke mal auf Anwenden. Sag ihm neu laden. Will er nicht? Okay. Vielleicht hat das ja schon funktioniert. Ja, hat funktioniert. Name, Größe, Typ. Fertig, perfekt. So habe ich es gerne. So, was wäre jetzt der nächste Schritt?
Dekonf können wir eigentlich schließen. Man kann da noch ein bisschen mehr drin einstellen. Aber das mache ich zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht. Oh, ich sehe gerade, Risenbox ist auch vorhanden. Da könnte ich mal nachschauen, was haben wir so schön als an Software am Start schon drin. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Hier sind ein paar Sachen, die werde ich rausschmeißen. Zum Beispiel die Spiele hier. Hilfsprogramme, was haben wir da? Ah, Bildschirm. Das ist sehr gut, das packe ich mir auch in die Leiste rein. Favoriten hinzufügen, zack. Dann ist es auch da drin. War noch irgendwas Interessantes drin? Nee, Schriften. Auch gut. Datensicherung. Okay. Kann man direkt hier raus deinstallieren? Nein, kann man nicht. Remina Shotwell. Ja, sehr gut. Schön schlank. Nicht zu viel und nicht zu wenig drin. So finde ich das gut. Genau, das könnte ich mal eben probieren. Die installierte Software zu deinstallieren. Zumindest das, was ich nicht haben möchte. Gut. Zum Beispiel das Spiel werde ich mal sofort deinstallieren. Ja, und da haben wir schon die ersten Fehlermeldung. Entfernen nicht möglich. Das ist natürlich ein bisschen komisch, dass ich das jetzt nicht über diesen Weg jetzt hier deinstallieren kann. Bei diesem Weg lässt sich scheinbar nichts deinstallieren. Okay, jetzt kommt die Geheimwaffe Synaptic. Aber die muss ich erstmal installieren. Synaptic aus den Quellen. Perfekt. Das war schon. Gut, schauen wir mal, wo es ist. Bestimmt ganz hinten. Jawohl, da ist es. So, jetzt aber. Schließen. Gut. Dann gehen wir auf Suchen. Gehen wir mal ein Mine. Gucken, was er da findet. Hier wäre es. Zum Entfernen vormerken. So, was haben wir noch? So, gehen wir nochmal das Name von dem Spiel hier ein. Da ist es ja. Machen wir auch. Zum vollständigen Entfernen vormerken. Prima. So, was möchte ich noch nicht haben? Dieses Spiel möchte ich hier nicht haben. Gehen wir das auch mal ein. Ups. So, jetzt starte ich den Prozess mal. Anwenden. Einmal abbrechen. Warum steht das jetzt nicht unter zum Vollständigen? Nehmen wir hier nochmal drauf. Zum Vollständigen. So. Anwenden. Ah, jetzt ist es richtig. Zum Vollständigen. Die vier Games. Komplett weg. Jetzt schauen wir mal hier nach. Simsalabim. Die Spiele sind weg. Prima. Ich sehe gerade, VirtualBox ist schon standardmäßig installiert. VLC-Player. Zusätzliche Treiber auch. Synaptic habe ich ja gerade hinzugepackt. Ja. Das ist doch richtig schön aufgeräumt jetzt, ne? Ist noch etwas unwichtig? Nö, der Rest ist eigentlich soweit erstmal in Ordnung. Für mich fehlen natürlich noch ein paar Programme, ganz klar. Und die werde ich jetzt erstmal nachinstallieren. Ich würde sagen, bis gleich. Ich glaube, ich muss dieses -get wegmachen, kann das sein? Paket nicht verfügbar, okay. Warum ist das nicht verfügbar? Ja, der Rest scheint zu gehen. Vielleicht heißt er mittlerweile anders. OpenShot-Editor oder so. Das werde ich gleich mal testen. So, das hat funktioniert ohne Fehlermeldung. Das ist schon mal prima. Ich schaue mal im Menü nach, ob alles drin ist, was ich installiert habe. Wo kommen die Programme auf einmal her? Die wollte ich eigentlich nicht haben. Shotcut ist drin.
Kaden Live, Outer City, Audacity sind drin. Was ist das denn hier? Das will ich doch auch gar nicht haben. Wo kommt das auf einmal her? EasyTalk ist drin. Das war doch vorhin nicht drin, jetzt bin ich verwirrt. Also die drei Dinger hier, man kann die doch zusammenpacken, ne? Zack. Ah ja, dann machen wir das so. Dann habe ich meinen eigenen Ordner. Das kann auch weg. Ja. Das braucht kein Mensch. Gut, irgendein Programm ging gerade nicht. Welches war das nochmal? OpenShot ging nicht. Gehen wir die Sache nochmal auf den Grund. So, apt-install. Das gebe ich jetzt nochmal ein. Ah, ja, okay. OpenShot-QT heißt das Programm jetzt wohl. Offensichtlich. Und werde ich jetzt hier meine Liste auch mal ändern. Minus QT. Speichern. So, prima. Dann werde ich auch noch einmal kurz schauen, ob das jetzt funktioniert hat. Ja. Mich würde bei der Gelegenheit noch interessieren, Kdenlive, in welcher Version das momentan aktuell hier ist. Und zwar ist die Version 21.12.3. Prima. Wie ihr seht, bedeutet das, dass ich dieses untere Fenster wieder dorthin platzieren kann, wo ich es gerne haben möchte. Das finde ich schon mal gut. Das ist schon mal die richtige Version am Start hier. So, was brauche ich noch? Ja, von meiner schlauen Liste, meine GPS-Programme. Sudo-Admin, es geht Install Viking QMap Check und GPS Prune. Ah, Java-Abhängigkeit wird sofort mit installiert. Dann wäre das Problem jetzt auch gelöst. Gut, sofort machen wir einen Check. QMap Check, da haben wir es. Prima, welche Version? 1.16 passt. Und dann hätten wir noch Viking. Da ist Viking. Funktioniert auch. In der Version 1.1. Auch sehr gut. Ja, die Programme werden automatisch mit installiert für OpenShot. Weil die braucht man auf jeden Fall, wenn man da Titel mit bearbeiten möchte oder ähnliches. Genau, und GPS Prune wäre auch dann da. Einmal kurz gucken, Version 21. So, was macht man, sagt man, schlaue Liste noch? SSH brauche ich, Deconf Editor, den habe ich schon. Remina ist schon installiert, aber die Nextcloud noch nicht. Dann machen wir hier, ups. Nextcloud brauchen wir. Remina ist schon installiert, Deconf Editor habe ich gerade auch schon installiert. Schicken wir auch ab. So, was haben wir da noch? Evolution. Ich glaube, diesmal werde ich Thunderbird testen. Deswegen lasse ich Evolution erstmal weg. GIMP brauche ich auf jeden Fall. Krita brauche ich. MTE Paint brauche ich. Und PDF Shuffler brauche ich. Auch auf jeden Fall. Abschicken geht nicht. Warum geht das nicht? Der kennt den PDF-Shuffler nicht. Mal gucken, warum nicht. Warum kennt er den nicht? Er hat da bestimmt einen anderen Namen. Ah ja, da habe ich schon gefunden. Arranger heißt er jetzt. Okay, okay. Knallen wir auch noch hier hinter. GIMP Krita MT Paint. Abschicken. Jawohl. Ups, jetzt habe ich ein verkehrtes Symbol gedrückt. Ich muss natürlich Enter oder Ja drücken. Sternchen funktioniert nicht. So, und damit ich auch Windows-Spiele vernünftig zocken kann, sind die Programme hier ganz interessant.
Ich kopiere den mal eben in die Konsole hinein, dann kann man es vielleicht besser lesen. Und zwar wäre das Sudoku Install JS-Test-GTK, das ist um den Joystick zu kalibrieren und einzustellen. Steam ist, denke ich mal, auch hier in einem Begriff, Weine auch und die Weine-Tricks. Und da sehe ich gerade, da fehlt sogar noch etwas. Okay, installieren wir hier das einzeln. Also scheinbar gibt es Probleme, um Steam zu installieren. Muss man eben gucken, warum. Was will er jetzt von mir? Gut, das Steam-Problem werde ich mich später kümmern. Ich versuche wenigstens mal Weine und Weine-Tricks. So, machen wir mal alles lieber einzeln. So, das wäre Weine. Das machen wir Weine minus Tricks. Wie war das nochmal? Weine Tricks. Weine Tricks. Ein Wort. Okay. Okay, 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 okay. Öffne ich mir nochmal hier das Ubuntu-Fenster, Software Center. Ich gebe mir mal ein Steam. Aha, Steam Installer. Jetzt mache ich mal über Installieren. So, ich halte mal fest, was ist alles passiert? Ich habe Ubuntu 22.04 komplett neu installiert. Habe einige Software-Pakete installiert. Also meine Lieblingssoftware sind jetzt alle drauf. Wie zum Beispiel Kdenlive, die GPS-Programme und Weine. Genau, so das wären jetzt die wichtigsten Programme. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, ob der Drucker erkannt wird. Ich öffne dazu einfach mal LibreOffice. Tipps brauche ich nicht. Ich schreibe hier mal rein, hallo Tuxedo, wie geht es dir? Fragezeichen. Jetzt machen wir das Ganze noch schön in die Mitte. Sagen ihm, pass auf, ich möchte auch vernünftig lesen können. Jetzt sage ich ihm einfach mal drucken. Und siehe da, simsalabim, ohne dass ich irgendwie einen Treiber installiert habe, wird mein Drucker sofort erkannt. Klicke mal auf Drucken und ich bin gespannt, ob es funktioniert. Jawohl. Mal gucken, was er gedruckt hat. Hallo Tuxedo, wie geht es dir? Ja, prima, mein Drucker druckt. Also Internet geht, Drucker geht. Dann machen wir noch einmal kurz einen YouTube-Test. Ja, machen wir sofort einen Test, ob alles funktioniert. Vollbild funktioniert. Ton funktioniert. So, was können wir noch testen? Ich könnte jetzt mal Gnome vernünftig einrichten, weil das hier mit der Leiste gefällt mir so in der Form nicht. Dazu soll es jetzt standardmäßig einige Werkzeuge geben. Ich muss in die Einstellung rein. Das mache man am besten hier drüber. Zack, Einstellung. Und hier hat man alles schön kompakt in eine Liste. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wo ist das Ganze versteckt. Hintergründe könnte ich eigentlich bei der Gelegenheit eigentlich auch mal ändern, weil das Standard finde ich jetzt nicht so toll. Da ich ein Tuxedo habe, komm, nehmen wir auch mal einen Tuxedo-Hintergrund. Genau, hier kann man noch hell und dunkel so weiter einstellen, das lasse ich erstmal, außer ich mache hier mal auf blau. Das finde ich richtig nice. Automatisches Ausblenden des Docs, ja. Ja, komm, komm. Und tschüss. Und tschüss. Perfekt. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Listenmodus. Mal kurz gucken. Ja, den Listenmodus. Den finde ich persönlich am schönsten. Die Position links. Ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass ich die jetzt auch links lasse. Alles gut. Ich möchte jetzt aber auch zusätzlich noch ein 3D-Desktop installieren.
Und das könnte jetzt ein bisschen trickiger werden, weil dazu brauchen wir nämlich die Extensions und die Erweiterungen. Wir gucken mal nach Erweiterungen. Erweiterungen, da haben wir doch schon. Ich glaube, wir müssen beide installieren. Ich installiere erstmal die normalen Erweiterungen. Jetzt habe ich gar nicht auf die Quelle geachtet. Ist auch ein Depp-Paket, das ist schon mal gut. Und was ist daran der Unterschied? Ist das nicht das gleiche? Muss ich selber erstmal gucken. Das ist Version 030 und dann die 2.1. Und die haben 42. Oder das muss man beide installieren. Komm, ich installiere mal beide. Vielleicht ist das ja was anderes. Wenn es nicht funktioniert, wird er hoffentlich meckern. Wir schauen mal nach. Unter Erweiterungen. So, da haben wir jetzt zwei Stück. Ich öffne mal das erste hier. Gut, das sieht jetzt nicht so vielversprechend aus. Jetzt, wenn ich das zweite öffne. Achso, ich muss das andere closen. So, was ist hier rein der Unterschied? Aha, hier zeigt er mir die installierten. Okay, und hier zeigt er mir auch die installierten. Ist wohl eigentlich das gleiche. Ich schließe ihn trotzdem mal, weil hier habe ich die Chance zu sagen Browse. So, ich möchte zum Beispiel haben den Cube. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Ist er schon installiert? Der ist schon installiert, ne? Ging ja schnell. Was möchte ich noch haben? Dann möchte ich noch eine Zwischenablage drin haben. Genau, Clip. Irgendwas mit Clip war das. Clip, 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 Clipper? War das Clipper? Nee. Clip-Indikator. Ich glaube, der war das. Ne, ja. Den möchte ich auch installiert haben. Der sollte das gleiche oben drin sein. Ach, herrlich. Schön. Machen wir sofort einen Test. Ich sage ihm Copy. Und, jawohl. Dann habe ich den da drin. Und viel mehr brauche ich, glaube ich, dann brauche ich noch etwas. Genau, ich brauche Compiz Erweiterung. Die Magic Lamp möchte ich haben. Genau, und diese Effekte, diese Wubbly Window Effekt, die möchte ich haben. Ist ja schon installiert, ich meine, das geht immer super schnell. Und, oh, schön, ne? Herrlich. Und der Cube ist auch installiert. Ah, noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, aber er ist schon installiert. Prima. Jetzt habe ich die Erweiterung schon geschlossen, ne? Gehen wir da nochmal rein. Browse. Und dann gibt es einen Effekt, der nennt sich Burn. Burn my window. Oder Windows. Den installieren wir auch. Machen wir mal sofort einen Test. Och, schön, ne? Ich liebe solche Spielereien. Braucht kein Mensch. Nur ich. Definitiv. Nochmal. Ach, ist das schön. Ist das nicht herrlich? Schaut euch das an. Ah. Ja, und das war meine kurze Grundinstallation eines neuen Betriebssystems auf meinem Tuxedo. Ja, das soll es auch erstmal gewesen sein. Ich denke mal, das Video war lang genug. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!